Wir gehen schon mal. Oh, da ist ein Irrlichtding. Ah, okay. Na, warte mal. Wir bauen noch mal ein Irrlicht. Ja, die sind echt heftig. Das Problem ist, die haben auch die Möglichkeit, gleich am Anfang ihres Zuges sich mitten in die Einheiten rein zu spawnen. Also rein zu buddeln. Und wenn da, wenn da Fernkämpfer stehen, die eh nicht viel Rüstung haben, die machen die halt mit einem Schlag weg. Ich kann auch nicht wegziehen, weil die ja dann auch so einen Schaden kriegen, weil ich weggezogen bin. Das war... Also hätten die anders geschlagen, hätte die KI jetzt anders geschlagen, hätte ich nochmal neu laden dürfen. So. Ich brauche ein Irrlicht. Wie baue ich denn das jetzt nochmal am dümmsten? Da. Irrlicht beschwören. Und zwar hätte ich das gerne... Kann ich das da oben irgendwo? Nee, ne? Das ist der nördlichste Punkt hier. Ja gut, dann machen wir das hier. Du gehst nämlich schon mal in Richtung... warte mal. Wo gehst du hin? Dahin. Oh, das sind ja ein paar Züge, du. Aber egal. Weil der nimmt dann das ein. Ich nehme jetzt noch mit Whisky hier die Basis ein. Und dann nimmt sie das hier ein. Das Irrlicht. Das ist so der Plan. Warten auf Befehle. Nee, du wartest jetzt erstmal. Was ist denn da drin überhaupt? Was seid ihr denn jetzt? Haha. Niedere Eisgolems. Ja, das ist ja lustig. Okay, ihr macht jetzt erstmal Pause. Ihr macht erstmal eure Einheiten wieder munter. Du brauchst neue Befehle. Wo befehlen wir dich denn hin? Wo könnten wir mit dir denn hin? Das ist eine sehr gute Frage. Wir gehen mal da runter. Oh, da ist was Neues aufgetaucht. So. Du rennst mal darüber. Das hat noch, klappt noch nicht mit dem Refugium. Du hast deine Befehle. Du rennst da weiter durch. Was hat denn der Bär gerade vor? Hau doch ab, du blödes Skelett, Mistviech, Ding, Bums, da, Rückzug. Als ob der weiterverfolgt. Oh oh. Ich hab's befürchtet, dass das passiert. Weg da. Das war genau die falsche Richtung. Mal gucken, ob sie mich da abbauen lassen. So, du gehst jetzt weiter hier rüber. Das sind auch keine Gegner, ne? Ich schaffe nicht die Gegner, die Einheiten mal ein bisschen hoch zu leveln. So, wie sieht's mit euch aus? Was wartet da drin auf mich? Die sind ja human, glaube ich. Und die sind noch heftig, aber... Hey, was soll's? Wir speichern, wir greifen an. Das sollte doch eigentlich passen, oder? Ja, komm. Gib ihm! What? Knapper Sieg? Ich weiß ja nicht. Oh, diese Dinger, da gehen wir auf die Keks. Yes.
Deswegen ein bisschen Schaden gemacht habe. Ja, ihr seid natürlich am Arsch der Welt. Ihr stellt euch mal dahin. Du stellst dich mal dahin. Ihr stellt euch mal dahin. Du heilst nochmal die Gruppe da. Yes. Dieses Beben kriege ich nicht bis dahin. Das bringt auch nichts. Warten. Okay, ihr kommt wenigstens an. Das ist schön. Ey, das ist so wieder so scheiße programmiert. Die KI weiß auch wieder genau, wie sie hinlaufen muss, damit sie getroffen wird. Das ist so fies, ey. Das ist echt so fies. Was passiert denn jetzt gerade? Achso, da unten. Gut, dass ich fast keinen Schaden mache. What the fuck? Ja, genau. Natürlich. Das erstmal. Rennen mit denen darüber und machen die weg. Die tauchen wieder auf, ne? Wird in 3 Zügen wiederbelebt. Ihr seid erstmal geblendet. Der rülpst sich erstmal einen ab. Yes. Yes. Wow. What the fuck? Yes. Sollen wir meine Bogenschützen? Habe ich noch keine Bogenschützen in der Einheit, ne? Siehst du den Punkt? Wo soll ich den Punkt sehen? Weiß nicht, welchen Punkt du meinst. Ich bin gerade blind. Unter den 3 Einheiten. Die hier, die 3 Punkte. Nee, das sind die Züge, die die haben. Das sind die Aktionspunkte, die sie haben. Der rote Punkt. Das hier, das ist kein Punkt. Das ist einfach nur ein... wir haben einen Buff, der negativ wirkt. Wenn du das meinst. Yes. Ich muss den mal irgendwie da rausbringen. Natürlich treffen sie jetzt mal, greifen sie meine Hundis an. Wie oft dürfen die angreifen? Wie oft denn noch? Ja, ey, ach komm! Ey, wie stark sind die denn? Wie oft können die schlagen? 80.000 Mal? Ja, genau, ey. Jetzt machen sie wieder meine Waagreiter kaputt.
Vor allem, warum kriegen denn meine Einheiten immer so grundsätzlich so viel Schaden auch? Das ist doch, also das ist ja echt, da habe ich Ballardine, die voll in Rüstung sind und kriegen Schaden ohne Ende. Das gefällt mir gerade gar nicht alles. Yes. Das wird nix. Und ich mache halt keinen Schaden. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade in dem Spiel falsch mache. Wir kriegen nur auf den Deckel. Egal, was ich mache, das wird nix. Yes. Yes. Witz. Wie viel Schaden die austeilen. Da hast du hochgezüchtete Einheiten und die. Es kommt einem so vor, als ob die gegen. Keine Ahnung, als ob das immer noch Anfängereinheiten sind. Das ist doch ein Witz, ey. Ja, kann ich verteidigen machen. Oder hier hoffen, dass sie nicht so viel Schaden haben. So. Jetzt mal hat mein Klopsi wieder weg, ne? Weil sie 80.000 mal angreifen dürfen. Und meine Waagreine ist auch schon weg. Ja, ey! Diese blöden Drecksmönchen-Dinger da! Kannst du so knicken. Ja, wir laden das Ding eh neu, aber es ist, ich verstehe nicht, warum die Gegner so... Ja, genau. Ach komm. Ja. Ist nie passiert. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum wir nicht so viel... Warum wir so unfassbar viel Schaden immer kriegen. Jetzt muss ich mir nochmal die Einheiten von denen angucken. Die haben mir nicht so ausgesehen, dass sie so... Was ist jetzt? Warum bin ich denn hier? Da. Ja. Das sind ja nicht mal richtig ausgebildete Einheiten. Das sind noch Anfänger. Und ich hab Ding. Ich habe hier schon Mods ausgebildete Einheiten und die werden einfach nur hergeschlagen, wie sie es brauchen. Das machst du mir doch nicht weiß. Da stimmt doch irgendwas nicht hier. Alles hier Mistbalance. Ja, kann ich machen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber wir ruhen jetzt erstmal mit denen nochmal einmal aus, damit die auch richtig voll geheilt sind. Sonst kriegt man gleich wieder auf den Deckel. Ich sollte mehr mit den Zaubersprüchen arbeiten. Da hast du vollkommen recht. Das ist das, was ich, glaube ich, die ganze Zeit nicht mache. Das Irrlicht hat auch seine Befehle. So, und du musst dich jetzt da mitten in den Weg reinknüren, ne, damit mein Weg wieder weiter wird. Du bist echt so ein doofes Ding. Du hast deine Befehle, du hast auch deine Befehle, Runde beenden. Ja, ja, komm. Oh, come on, ey, das ist doch diese Skelette, ne? Ja, mein Gott, geht die mir auf den Sack. Was soll denn das gerade?
Ihr seht den geschundenen Körper eines gefallenen Helden und erkennt, dass es jenseits eurer Fähigkeit liegt, hier noch etwas zu heilen. Was? Aber es soll einen alten Einsiedler geben, einen Freund eures Meisters, von dem man munkelt, er wisse um ein Ritual, das jeden, der von der Schwelle des Todes zurückholen kann. Vielleicht ist euer tapferer Champion noch nicht im Tod geweiht. Ich soll ihn aufsuchen. Ja, das ist ja schön, dass es genau da ist. Und noch ein Ereignis. Na super. Ein neuer Tag, bla bla bla. Die sind alle sauer, ist schon klar. Ist hier, ne? Na komm, die müssen eh nochmal heilen. Dann gehen wir dann dahin. Der hat seine Befehle, der hat seine Befehle. Ja, du wartest dann erstmal. Ist hier oben vielleicht irgendwo ein Gegner? Damit die einfach mal schon mal ein bisschen trainieren können. Du hast deine Befehle, du hast deine Befehle. Du läufst jetzt hier weiter. Und jagst jetzt diese scheiß Knochenarmee. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, diese äußerst nützliche Zauber verleiht all euren Untergebenen die Fähigkeit, die Gabe der Erde zu ernten. Ah, cool. Okay. Was haben wir denn noch? Ich sollte viel mehr mit denen, mit den Sachen hier arbeiten. Habe ich irgendeinen Zauber, was die Gegner, ich mache mal das hier, was die Gegner, die toten Gegner mehr Schaden zufügt? Erdheilen. Oh, jede Art. Ah, okay. Okay. Erfahrungsgewinn, Golem bauen. Ganz schön teuer. 10 Unterhalt. Deswegen habe ich den noch nicht gebaut. Ich mach, glaube ich, das. Oh, das ist cool. Die verzauberte Einheit wird zu einem Krieger des Lichts und verursacht zusätzlich Schaden gegen Untote und dämonischen Kreaturen. Hm. Aber es ist nicht so dabei, ja, was ich hier gerne hätte. So, was ist mit euch? Seid ihr relativ frisch? Was war da drin? Ja, komm. Dann lassen wir uns von denen jetzt noch verprügeln. Ich arbeite auch viel zu wenig mit den Glyphen, ne? Mit sterblich heilen diese einem, okay. Muss ich meine Truppen einfach mal anders so zusammenstellen. Treffen uns alle nochmal in der Mitte und geht machen das. Na komm, machen wir automatisch. Bestie. Ja, machen wir die Salve, ne? Schießen tun sie ja öfter. Okay, da geht das Irrlicht dann hin. Können wir jetzt hier weiter nach... Ja, wir könnten jetzt natürlich auch die Quest hier angehen. Müssten wir aber hier runter. Kann doch hier runter, ne? Da ist nochmal ein kleines Dorf. Du hast deine Befehle. Was ist denn hier? Silber Riebhöhle hat sich freundlich. Warte mal, wo waren die denn jetzt wieder?
war denn die Partei? Warte mal, kann ich das irgendwo sehen? Ja, wo sind die? Lass mich doch mal hinklicken. Neue Forschung Steinhaut verfügbar. Ach so. Ja. Wo ist denn die Silberdings? Ach da, die hier sind das. Aber die haben keine neuen Quests wahrscheinlich, oder? Wir gehen das mal dahin mit ihr. Ja, wir pflügen mal dadurch. So, du, mit dir weiß ich noch nicht, was ich anstellen möchte. Wir gehen mal dahin. Was ist das? Ernten. Du hast deine Befehle. Du hast deine Befehle. Ja, zu beenden, ne? Wo ist denn diese blöde Untotenarmee? Wie die sich jetzt wieder verkrümelt hat. Was bei? Du hast deine Befehle. Du hast deine Befehle. Haben wir hier irgendeine Einheit, die wir noch hier erledigen können? Da könnten wir mal hinlaufen. Du hast deine Befehle, du auch. Das speichern wir mal ab. Da könnten wir jetzt theoretisch unsere Einheit wiederholen, richtig? Ihr findet die Hütten, die Hütte des alten Freundes eures Meisters und seid erleichtert, ihn davor sitzend eine Pfeife genießen zu sehen. Als er euch bemerkt, winkt er euch freundlich zu, aber seine Arme sinken langsam, als ihr näher kommt. Ich sehe, dass ihr dringend Hilfe braucht. Ich kann diese arme Seele heilen. Die Zutaten sind nicht billig, aber ich schulde es euren alten Meister. Ich werde dies als die Begleichung meiner Schuld ansehen. Natürlich, helft uns doch einfach. Der Einsiedler steht auf und streckt seine Hand aus und lässt eine goldene Flüssigkeit aus einer kleinen Phiole auf den leblosen Körper tropfen. Einen Moment lang passiert nichts, dann beginnt die Wunde langsam sich zu schließen und Glanz kehrt in die Augen zurück. Nur wenige Sekunden später ist euer Verbündeter so gut wie neu. Sehr beeindruckend. Was würde es mich kosten, diesen Zauber zu lernen? Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, diese Kunst zu perfektionieren, sagte der Einsiedler scharf. Einfach anzunehmen, ich würde sie verkaufen. Sehe ich wie ein gemeiner Krämer aus? Entschuldigt, ich wollte euch nicht beleidigen. Der alte Mann schnauft belustigt. Ich nehme euch nur auf den Arm, mein Kind. Die Heilkunst sollte überall verbreitet werden und jeder sollte Zugang zu diesen haben. Ich bin nur zu gerne bereit, euch diesen Zauber zu geben. Aha. Ah, dennoch wieder Gold. Der alte Mann hebt ein leicht abgenutztes, mit Wein beflicktes Blatt hoch und nickt. Bezahlt mich für das Pergament und einen guten Tropfen und ihr sollt den Zauber erhalten. Na dann, hier. Held wiederbeleben. Na guck mal einer an. Er nimmt die Münzen entgegen und fängt an, wild auf das Blatt zu kritzeln, bevor er es euch überreicht. Studiert es. Ich bin mir sicher, dass es euch weiterhelfen wird. Okay. Ab jetzt können wir Helden wiederbeleben. Achso, wir müssen erstmal hier investieren. Dann machen wir das zuerst. So, was machen wir jetzt mit dir, meine Gute? Wo setzen jetzt... Bist du natürlich wieder komplett am Arsch der Welt. Oh, das müssen wir ganz schnell mal erneuern. 5. 3, ja. Wir sollten da mal ganz schnell einen Blick drauf werfen. Moment mal. Wir machen mal hier kurz unser Heili-Heili-Zauber. Wo war denn der? Nächste Runde machen wir den nächsten. So, wo können wir jetzt mit dir effizient ein Refugium erstellen?
Bist halt jetzt wieder komplett auf Wanderschaft, ne? Das ist irgendwie doof. Alles doof. Es sind 10 Züge, bis die da oben ist. Es muss doch da unten irgendwas Interessantes geben. Wenn es erstmal irgendeine Kleinigkeit ist. Damit die nicht so ganz nutzlos ist. Aber was? Hier vielleicht? Lass die mal da hochziehen. Mal gucken, ob da Gegner sind oder nicht. Ach, hey. Uiuiui. Wir versuchen uns dann nochmal da. Du weißt deinen Weg. Du weißt deinen Weg. Da gucken wir jetzt mal, wie wir da weitermachen. Ja, das sind halt starke Einheiten, ne? Da wundert es mich nicht, dass wir Schaden kriegen. Was ist da? Ja, das sind auch starke Einheiten. Aber wir gehen jetzt da runter. So, du weißt den Weg, du weißt den Weg, ja dann. Da ist er. Der ist da runtergelaufen, der Schurke. Ihr könnt auf der Straße vor euch Kampflärm hören. Große metallene Konstrukte, die Verlorenen sind das erste, was ihr sehen könnt. Sie kämpfen in einer kleinen Horde von untoten Kreaturen und ein paar Magiern. Ihre Gegner können der Geschwindigkeit und Entschlossenheit, mit der sie sich durch die Feinde wirbeln und mit blitzenden Hieben und Schnitten zuschlagen, nur Shaikan sein. Was sind Shaikan? Sie sind allerdings in der Unterzahl und während ihr zuschaut, scheinen sie schon zum Rückzug zu blasen. Ja komm, Angriff! Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Es geht schon wieder los. Ich frag mich, was dieses rote Wabern immer manchmal ist. Ich glaube, vor dem sollten wir uns in Acht nehmen, ha? Okay, die haben zwei Mentalisteneinheiten. Was ist denn, wenn wir jetzt nochmal kurz Runde beenden? Greift ihr an? Die greifen an, ne? Ne, die greifen nicht an. Die machen Scheiß. Ach, so ein Kack. Okay. Wie viel Schaden machen die? Das ist in Ordnung. Die Mentalisten werden uns halt jetzt so dermaßen, sagen wir mal, in den Hintern kneifen gleich, wenn wir jetzt hier angreifen. Weil es nützt nichts, wir müssen. Da können wir schon mal einen Schaden austeilen. Wenigstens mal zugeschlagen, ne? Die stellt sich da gleich rein und macht Heilung. Heilung, 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 Heilung. Mit denen versuche ich, die Mentalisten von hinten zu erwischen. Yes. Und ihr stellt euch mal dahin. Kann ich schon irgendwas machen? Ja, ein bisschen. Na komm.
Bisschen Schaden ist besser als gar kein Schaden. So, wer kann noch? Ihr wartet erstmal. What the fuck? Okay, die Mentalisten machen erfrischend wenig Schaden. Ich habe jetzt mit viel mehr gerechnet. Ich würde da mal versuchen, die Rüstung. Oh Gott. Das war so ein Fehler jetzt. Dass ich die Bogenschützen davor gezogen habe. Okay, so blockiere ich wenigstens die Bogenschützen, dass sie nicht angegriffen werden jetzt. Miski, greif an! Mach sie alle! Chaka! Au? Yes. Ganz schön zäh, ey, die Gegner. Aber ich kann euch hier mal Attacke! Wer kann noch? Ihr könnt ja auch noch. Oh, ich habe hier ganz vergessen. Ihr wart zu klein und unscheinbar. Geht noch. Hab schon damit gerechnet, dass der gut Schaden austeilt, aber geht noch. So. Als ob ihr Mentalisten im Nahkampf jetzt angreift. Seid ihr des Wahnsinns? So, okidoki. Jetzt machen wir erstmal die hier weg. Und gehen Stück für Stück weiter vor. Yes. Erstmal der ganze Quatsch muss weg. Wir mähen uns durch die Reihen und Gott sei Dank haben wir Whisky, die uns immer wieder heilt. Also beziehungsweise die Zwergin. Wer hat noch? Ach, der kann auch noch. Okay, dann macht ihr da noch rein. Noch ein Angriff. Okay. Ist egal, die kann ich wieder hochheilen. Okay, das habe ich gehofft. Yes. Ihr macht jetzt noch mal kurz eine Heilung. Okay, hier macht ihr wieder den letzten Schlag. Wow. Okay.
Was ist unser Whisky? Unsere Dame Whisky brauchen wir doch auch noch. Jetzt kann er sich nämlich nicht wehren. Die rennen erstmal dahin. Ich trau dem Brat noch nicht. Ach, der konnte ja gar nichts machen jetzt, ne? Dann kriegt er jetzt hier die volle Dröhnung. Yes. Was macht das eigentlich? Ach so, mit okay. Rein da! Oh, oh, oh. So, jetzt kann er sich aber nichts mehr wehren. Jetzt können wir runterschlagen mit allen Einheiten. Und die Wölfis dürfen auch noch mal. So, down ist er. Also mal so entspannend, auch mal einen Kampf zu machen, wo man nicht hier um alles bangen darf. So, Einheiten ist immun gegen brennend. Ja, ja komm. So, ihr Barkis Schaden. Und plus 30% mehr Beute. Ja komm, machen wir Beute. So, die Shaikan sind erschöpft und schwer verletzt und schaffen es gerade eben bis zu euch, bevor sie schwer atmend zu euren Füßen zusammenbrechen. Danke, sagt einer von ihnen. Sie haben uns seit Tagen verfolgt. Ich glaube, sie arbeiten für Hokan Ashir. Hättet ihr uns nicht geholfen, wäre es das wohl gewesen, denke ich. Hier. Er müht sich ab, um etwas aus seinen Taschen zu ziehen. Bitte nehmt dies als Dank. Buch der Spinne. Gott, was ist denn das hier alles für ein Text? Fügt einem benachbarten Feind 14 physischen Schaden zu. Alle Angriffe können verwurzelt zufügen. Einheiten verlieren alle Aktionen zu Beginn des Zuges. Aha. Moment. Und wie kann ich das jetzt einsetzen? Wie kann ich das theoretisch einsetzen? Dieses Buch? Oder gilt das jetzt nur für Magier? Warte mal, das sehen wir ja gleich. Die Truppen sind noch relativ ausgeruht, wir können schon mal da runterlaufen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, du weißt auch, was zu tun ist. So, wir gucken mal. Ja. EP-Bonus. Aha. Das ist ja relativ unsere Frische, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Oder eben das hier. Was hat die für... Jawohl, warte mal, ich mache jetzt mal EP-Bonus. Wir rüsten die mal komplett hoch. Ich meine, Rüstungen können wir jederzeit wechseln. Na, guck mal. Unsere Sparringspartner sind da.
Wir haben ja gerade gespeichert. So, jetzt muss sie hier mal beweisen, was sie kann. Schlacht beginnen, bitte. Okay, da werden wir wahrscheinlich wieder in die Offensive gehen müssen. Kannst du von sich aus... Ach, sie kann auch heilen, das ist gut. Irgendwie doof hier, dass wir so blöd im Wald kämpfen müssen, aber gut, wir ziehen einfach mal aufs Maximum vor. Und bilden jetzt hier einfach eine Kampflinie. Bevor ich es nicht mehr machen kann, schieße ich auch gleich nochmal drauf. So. Commander. Die Menta liest denn, wer denn sich dahin denn postieren und du wirst dich dahin postieren. Okay, wird geheilt. War schon mal unnütz. Man muss bedenken, meine Einheiten sind jetzt alle komplett Anfänger. Verwurzelt auch noch. Deswegen werden die jetzt erstmal gut garstig Schaden kriegen. Aber dann müssen wir jetzt durch. Ist Gott sei Dank nicht so viel. Ah ja, das ist die einzige, die schon Erfahrung hat, ne? Drauf, alle Mann drauf. So, was machen wir mit dir? Du kannst ja heilen. Wie viel heilst du? 15. Ja, das passt. Du kannst noch was machen? Ach, cool. Dann machen wir noch hier Schaden rein. Wir haben sie aber auf die Ballatine schon eingeschossen, ne? Also die stehen da drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes eingeschossen. Als ob ihr jetzt nur auf die Ballatine geht. So, dann gehen wir mal mit dem Krieg zu denen. Weil jetzt wollen die nicht abhauen, dann kriegen sie gleich nochmal Schaden. Commander.
Commander. Und euch verwickle ich auch gleich in den Nahkampf. Du kannst nochmal. Völlig überrascht, dass die mehrfach kann. Wie stark ist die Magierin? Das ist okay. Da ihr jetzt Erfahrungspunkte braucht. Auf sie! Auf sie! Da komme ich nicht ganz hin. Macht nichts, komme ich mit der dahin. Jawohl, dann heilen wir die nochmal, wenn es geht. Nee, geht nimmer. Aber Erfahrung. Zack. Ah, die haben sich aber auf die Paladine wirklich eingeschossen. Unfassbar. So, aber sehr gut. Viele Level auf. Machen wir Resistenz. Diese Einheit beschützt Verbündete neben sich, indem sie ihre Verteidigung in der Schlacht erhöht. Alle Verbündete im Einrad erhalten Phalanx. Oder plus 6 Schaden gegen Einheit mit Untot. Ich nehme den Untoten. Plus 2 Forschung am Tag. Sichel des Kräuterkundigen. Ach, guck mal einer an. Jetzt kann da auch jemand abbauen, wenn er mag. Okay, gut. Das machen wir mit ihr auch. Solange der Dings nicht da ist. Was ist das? Nach unentdeckter Fraktion haben wir den Ruf erhöht. Das ist gut. Du weißt, wo du lang musst. So, was machen wir mit dir? Ihr seid ausgeheilt. Was machen wir mit euch? Was ist, wenn ich den Kampf auswürfel? Ne, kannst du vergessen. Nope, die Einheit tue ich nicht opfern. Andererseits, warte mal, haben wir hier unseren Turm. Was können wir für Einheiten herstellen? Nichts Gescheites, ne? Wieder so einen, da müsste ich wieder von neu ausbilden. Das machen wir nicht, nee. Ich verstehe nicht, warum die so viel Schaden machen. Wie kann ich die unterdrücken? So, warte mal. Wo war ich denn jetzt? Da weißt du Bescheid. Hä? Hä? Habe ich jetzt nicht gespeichert? Ich habe doch gerade gespeichert. Mach doch nicht diese Sache nochmal. Aha. Was können wir denn an Zauber wirken? Apropos. Oh. Jetzt, wo ich sag. 4 Runden. Das erneuern, ganz wichtig. Das hat noch Zeit. Das hat auch noch Zeit. Ja, was haben wir denn für einen Zauber zur Verfügung, dass wir den noch mal ein bisschen auer machen können?
Nah- und Fernkampfangriffe der verzauberten Einheit verursachen Elementarschaden. Das ist aber nur auf eine Einheit. Die Nah- und Fernkampfangriffe der verzauberten Einheit fügen Todschaden hinzu. Ja, aber wir kämpfen gegen Untote. Das bringt uns gerade gar nichts. Irrlicht beschwören. Lässt die Rüstung aller Einheiten im anvisierten Trupp verrosten, was ihre physischen Widerstand senkt. Minus 1 Rüstung. Ja. Das war's, ne? Mehr können wir nicht machen. Ja gut, die verzauberte Einheit wird ein Krieger des Lichts. Schaden gegen Einheit mit Untot oder Dämon plus 6. Das könnte man machen. Das gilt ja für alle, oder? Nein, das gilt nicht für alle. Das gilt wirklich nur für separierte Einheiten. Macht 19 Schaden. 27 Schaden. Kann ich den mehrfach anwenden? Kostet halt einiges, ne? Müssen einfach mal testen. Und jetzt hauen wir noch so einen Verrostzauber drauf. Hä? Was? Ach, der braucht jetzt eine Runde. Das ist doof. Na gut, dann greifen wir jetzt an. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ändert sich jetzt was von... Entscheidender Sieg jetzt auf einmal? Wollen wir mal testen? Komm, wir probieren mal. Dankeschön für den Tipp. Also gegen die Akrolyten müsste ich jetzt Schaden ohne Ende machen. Klar, taucht es immer bei mir auf. Meist mal die weg. Hi, Commander. Commander. Das ist kein Schaden, was, weil er sie nicht sieht. Dann machen wir die Rüstung rein. Lieber wenig Schaden als gar keinen. Schalker, der kostet uns nichts. Yes. Tja, der kann nochmal zaubern. Das ist also Reichweite.
Warte mal, kann ich nochmal laufen? Ich dahin. So, die machen mir da hinten gerade Sorgen, die hier. Noch nicht ganz weg, ne? Es ist alles so ätzend. Die tauchen auch wieder auf? In 3 Zügen. Ach du Kacke, ey. Commander. So, und dann können wir versuchen, sie in der nächsten Runde wegzumachen. Yes. Ich kriege aber gut Schaden, ey. Ich kriege halt einfach so viel Schaden. Hauen die mir meine Mentalisten weg. Ich komme doch nicht mit den Einheiten klar. Die Mentalisten halten sogar gut durch. Wer hätte es gedacht? Ja, doch nicht. Wieso kann ich? Oh Gott, nein. Oh nein. Boah, ey, es ist alles so räudelig. Ich hau aber auch keinen Crit raus. Ach komm, ey, 2 wieder, ne? Es ist doch echt, es ist so traurig einfach. Ja, was machen wir mit euch jetzt, ne? Geht nicht gegen die Einheit. Nein, nicht angreifen!
Ach, ihr Trottel! Ach Mann, ey, das war doch markiert! Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, danke. Tschüss, Mentalisten. Hallo, Glory, guten Abend. Kann das sein, dass nur ich immer Schaden kriege, wenn diese Flammendinger da runterkommen? Mal ernsthaft. Das ist auch einfach nur ein Witz. Das war kein Sieg, das war ein absoluter Niedergang der Gefühle, ey. Nope. Nope, 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 nope. Na gut. Ich guck mal ganz kurz was nach. Okay, nun gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal für heute hier Schluss. Und ich muss mir mal eine Taktik überlegen und den Kampf machen wir nochmal. Das machen wir das nächste Mal.